Servus Leute, willkommen zurück zu Torna the Golden Country. Ja, ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Na gut, es ist auch noch gar nicht lange her, quasi, dass ich mit den Nebenmissionen weitergemacht habe. Ich habe schon ein paar abgeschlossen. Ich glaube, ich brauche jetzt noch 5 Leute oder so, um mein Ansehen zu erhöhen. Ja, 5 Personen. Habe in Gormod eine Quest abgeschlossen, wo ich irgend so einen Gesandten auch schützen musste. Und der hat mich dann zu seinen Leuten geschickt und die wurden von Myx angegriffen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit durch diese Myx geprügelt und nur durch diese Myx 2 Level bekommen. Das war absolut super. Ich habe auch sehr viele, da ich das ja ganz gründlich mache, habe ich sehr viele Sammelpunkte und alles. Also sehr, sehr viele Sammelpunkte mitgenommen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch genug für den jungen Insekten. Und auch hier zum Erfinder kann ich dann gehen. Ich denke mal, wir können da jetzt gerade gleich noch ein bisschen was abschließen. So, Insekten kannst du jetzt haben. Hier, nimm erstmal eine davon. Oh, das gibt ja nicht sehr viel. Das hier ist schon besser. So, und dann kannst du noch... Was habe ich denn am allermeisten? 20 ist irgendwie immer das Höchste. Eine Knoblauchzikade, na klar. Oh, das ist mehr als genug. Vielen Dank dafür. Jetzt muss ich alles nur noch verkochen und sie dazu überreden, das Ergebnis zu trinken dann. Was? Ach, übrigens. Ich kenne mich aus mit Maschinen ganz gut aus. Und um euch anständig zu danken, zeige ich euch meine neue Erfindung, sobald sie fertig ist, meine ich. Also ist sie noch nicht fertig. Und du zeigst sie uns noch nicht. Cool. Aber der hat gleich eine neue Quest für uns. Es hat keinen Sinn, das wird niemals klappen. Ah, sieh mal an, hallo. Oh, ihr seid es. Woher wusste der das? Er hat ihn sich mal angesehen. Markus, oder? Du siehst etwas verloren aus. Brauchst du Hilfe? Wie? Nö, alles okay. Ich glaub dir kein Wort. Du hast gerade wirklich aufgebracht geklungen, also tu jetzt nicht so, als wäre alles in Ordnung. Sag uns, was los ist, Markus. Los, Otter! Und gleich mit dem Schwert an die Kehle. Vielleicht können wir dir ja helfen. Adam, du steckst deine Nase schon wieder in die Angelegenheiten anderer Leute. Lass das doch mal sein. Es zahlt sich immer aus, anderen zu helfen, Maitra. Man weiß nie, wann man selbst mal Hilfe braucht. Das stimmt schon irgendwie, aber trotzdem. Also, Markus, wo liegt denn nun das Problem? Also, neulich habt ihr mir ja geholfen, eine ganze Wagenladung Insekten zu fangen. Und ich bin euch auch sehr dankbar dafür, aber ich habe mich dabei irgendwie nutzlos gefühlt. Also wollte ich es allein versuchen, ich habe sogar einen Bauplan für eine Insektenfangmaschine entworfen. Aber dann? Naja, ich finde Maschinen interessant und kenne mich auch gut mit ihnen aus, aber ich habe noch nie eine gebaut. Ich bin genau dem Plan gefolgt, aber wer weiß, ob alles auch funktioniert. Und das macht mich sehr nervös. Und deswegen hast du vor dich hingemurmelt, ja? Ja, genau. Ich muss schon sagen, dein Bauplan sieht beeindruckend aus. Man sieht direkt, wie viel Mühe du dir gemacht hast. Einfach so... Wie bei Pets der Plan von dem Kaninchen, ne? Und alles einfach nur so zugekritzelt. Das wäre super. Weißt du etwa, wie man Sachen baut? Ich habe absolut keine Ahnung. Was? Trottel. Bagger. Aber man sieht, wie ernst es dir mit der Sache ist. Wirklich? Deine Sorge um den Erfolg ist ein Zeichen deiner Entschlossenheit. Das ist völlig normal. Du hast ein klares Ziel vor Augen und willst alles geben, um es zu erreichen. Habe ich recht? Es gibt kaum ein edleres Unterfangen. Du musst es nur sagen und wir helfen dir. Du musst mehr an dich glauben, Markus. Wir bringen das zusammen zu Ende. Das ist so unglaublich nett. Also gut. Ich werde nicht aufgeben. Ich versuche es weiter, bis alles so funktioniert, wie es soll. Hier ist der Bauplan für den Insektenkollektor 5000. Insektenkollektor 5000? Was für ein Name. Sowas hätte ich als Kind auch gern gehabt. Adam, kannst du mal einen Moment die Klappe halten? Red weiter. Okay. Meine Maschine ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch ein paar Teile. Und zwar 3 Abendlichtschellen und eine Elektroachse. Es wäre spitzenmäßig, wenn ihr diese Teile für mich auftreiben könntet. Jawohl, die werden wir im Handumdrehen abliefern. Jungs und ihr Spielzeug. Das stimmt, das kenne ich. Zu einem Kind nett zu sein ist ja okay, aber das wird langsam lächerlich.
Ja, jetzt, wir legen sie einfach mal als aktive Mission fest, denn ich habe sowieso nichts anderes. Vielleicht habe ich die Items, nee. Abendlichtschellen und Elektroachsen. Muss ich, beide sind, ups, jetzt habe ich irgendwie, Moment mal. Genau, so ist richtig. So, und dann gehen wir gleich mal zum Erfinder. Na, habt ihr die Maschinenteile für mich besorgt? Oh. Abendlichtschellen und Elektroachsen. Nein, habe ich nicht. Das sind alles nur Maschinenteile, die ich nur anscheinend in Torna finde. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich in Torna Maschinenteile finden soll. Gut, dann machen wir eine andere Quest. Ich habe nämlich noch irgendwas abgeschlossen. Das, da habe ich zumindest eine Nachricht bekommen für Bergungstaucher Not. Spinellsplitter, Fledermausgelenk, ja. Nein, ich habe noch keine Apfellampen. Ah! Toll, dann macht das ja gar keinen Sinn, dahin zu gehen, wenn ich keine Apfellampen habe. Ich habe auch hier zwei einzigartige Gegner besiegt. Ich wollte eigentlich vier machen, habe aber bisher keine zwei weiteren gefunden. Die brauche ich nämlich für Aegeon, irgendeinen Harmonieerfolg. Gut, dann gucke ich mich mal andersweitig nach Quests um. Ja, das weiß ich immer noch nicht. Ah, 70 Pollenkugeln, Fässern. Gut, weiß ich nicht, ob ich die alle finde. Ein schweres Erbe. Genau, machen wir die Quest. Die klingt doch schön. So, da müssen wir natürlich nach Gormod. Glaube ich. Machen wir einfach mal. Fünf Quests abschließen. Und der Junge, der hat uns noch nicht mal so einen Ansehenspunkt gegeben. Ne? Da müssen wir erst die andere Quest abschließen und Maschinenteile in Torna zusammen. Das ist wirklich nicht einfach. Gut, ich war noch nicht viel in Torna. Ich war jetzt hauptsächlich erstmal nur in Gormod. Obwohl hier gar nicht so viel zu tun war. Aber ich wollte halt noch von den Klingen sehr viel abschließen. Das war mir wichtig, dass die stärker werden. Dann nehme ich auch die ganzen Sammelpunkte mit. Denn man weiß nie, wann man es braucht. Irgendwann braucht man es und hat es vielleicht nicht dabei, obwohl man es schon lange hätte sammeln können. Das ist wahrscheinlich auch bei den Maschinenteilen so. Die hätte ich vielleicht schon lange sammeln können, aber ich habe sie nicht mitgenommen. So, jetzt machen wir aber trotzdem Schnellreise. Wenn man halt nur mit Schnellreise unterwegs ist, fehlt sowas halt auch immer ein bisschen. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Dort steht Tarris. Er wurde also von jemandem begraben, der ihn kannte. Tut mir leid, ich musste einfach herausfinden, was mit ihm passiert ist. Nur so kann Charlotte damit abschließen und nach vorne blicken. Das verstehe ich, ich hätte dasselbe getan. Es ist bedauerlich, dass es so kommen musste, aber es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest, Laura. In der Tat, also mach bitte nicht so ein trauriges Gesicht, Herrin. Ich danke euch. Ich frage mich, ob dieser Tarris wohl irgendwas hinterlassen hat. Sieh dich doch mal um, ich glaube kaum, dass er dazu Zeit hatte. Er soll ja ein sehr vorsichtiger Mensch gewesen sein. Es ist gut möglich, dass er mit einem Angriff gerechnet hat. Gormotti, ja, er war ein Gormotti. Nee, er kam aus Oresco, war also doch ein Mensch. Okay, was mich am meisten beschäftigt, ist ja die Frage, zu welchem Zweck er überhaupt hierher gekommen ist. Wie wäre es, wenn wir uns mal bei seinem Haus umsehen? Euer Majestät, bitte gebt nur Acht, dass ihr über nichts stolpert. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Aegeon? Ja, ein bisschen, gell? Vielleicht hat er sich vor dem Angriff ja sogar noch mit meiner Mutter unterhalten. In dem Fall sollten wir ihm dankbar sein, da war sie wenigstens nicht allein. Ja, ich wünschte nur, ich hätte ihn noch treffen und mit ihm über sie reden können. Mögest du in Frieden ruhen, Tarris. Ich finde diese Namenabwandlung manchmal ein bisschen komisch. Ich denke mal, Tarris ist von Torres abgeleitet. So, kann ich jetzt hier endlich das Ding ausgraben? Bergbau und Durchhaltevermögen, komm schon! Jawohl! Oh, und jetzt, ja gut, können wir auch gleich öffnen, müssen wir nicht dafür noch erst irgendwas brauchen.
Ja, sehr schön. Ich habe auch in Gormod 4 Truhen gefunden, die Schlösserknacken Stufe 3 erfordern. Stufe 3, ich muss dafür irgendwie 120 Truhen öffnen. Moment mal, wie viel habe ich denn? Das können wir gleich mal nachgucken. Bestimmt nicht so viele. ...84 von 125 sogar. Also fehlen noch genau 40 Stück. 41. Krass, wo soll ich denn 41 Truhen herfinden? Ich meine, wir kommen ja wahrscheinlich nicht von Gormod und Torna weg, solange bis ich nicht da unten war und mit Malus gefightet habe. Und mit Malus kann ich nicht fighten, solange ich nur Ansehen Stufe 2 habe. Ich brauche es auf Stufe 4, was mich dermaßen aufregt, dass das so auf Zeitschinken getrimmt ist. Aber, na gut, ich kann es jetzt nicht ändern und ich muss da jetzt durch. Kann ich das hier aus... Ah, das kann ich auch ausbuddeln. Ist halt auch so doof, du musst dann Quests machen, wo du Items abgeben musst, hier solche Sammel-Items wie die Insekten halt. Die gebe ich aber nur ungern ab, wenn ich sie einmal gesammelt habe, weil man nie weiß, wann man es mal selber zur Herstellung oder sowas braucht. Und ich merke mir doch nicht, wo ich die ganzen Items gesammelt habe. Oh, da werde ich zur Sau. Vor allem, weil es pro Stufe wahrscheinlich ziemlich immer mehr wird, wenn ich mir jetzt mein Ansehen angucke. Hohes Ansehen bei 27 Personen. 5 sind dann 32. Wahrscheinlich brauchst du dann, was weiß ich, 45 oder sowas. 13 Personen. Ich weiß nicht, wo ich noch 13 Personen herkriegen soll, für die ich Quests abschließen kann. Wenn das mal reicht, ne? Können auch noch mehr sein. Stufe 3 hätte doch gereicht. Mache ich hier eigentlich gerade das Richtige? Nee, anscheinend nicht. Ich musste eigentlich völlig woanders hin. Aber solange wir hier Truhen rauskommen, bin ich zufrieden. Wie gesagt, ich brauche noch eine ganze Menge. Notiz von Taris, das war richtig. Oh, ein Haufen Gold. Was ist das denn für ein komischer Papierfetzen? Hm, da steht nur Cap Nox drauf, sonst nichts. Es ist zu viel verlangt, wenigstens noch seinen Namen drauf zu schreiben, so kann man doch nichts damit anfangen. Augenblick, schaut euch diese Schriftzeichen mal genauer an. Diese einzigartige Schattierung, sie sehen aus, als wären sie mit einem Glasfüller geschrieben worden. Ein Glas was? Ein Füller aus Glas oder wie? Davon habe ich ja noch nie gehört. Also unter Kennern sind sie sehr beliebt, sie gelten als Meisterwerk der tornischen Handwerkskunst. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Taris selbst diese Notiz verfasst hat. Es kann wohl nicht schaden, wenn wir uns dieses Cap Nox einmal näher ansehen. Also Cap heißt wahrscheinlich Cap und Nox Nacht. Cap Nacht. Also Nox ist definitiv lateinisch für Nacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Vox hingegen ist die Stimme. V-O-X. Ich hatte mal Latein, deswegen. So ein paar Namen prägen sich dann doch ein. Oder was heißt Namen? So ein paar Vokabeln. Ja, machen wir Schnellreise zum Cap Nox, der da vorne ist. Ach du meine Güte. Das ist ja immer noch ein ganz schöner Weg, selbst wenn ich schnell reise. Wahrscheinlich war ich da einfach noch nicht. Vielleicht gibt es da einen Reisepunkt. So, gleich wieder Gemüse mitnehmen. Eine Fleischpaprika und ein irgendwas, ein Kürbis. Ja, dann machen wir jetzt einen Spaziergang durch Gormod. Vielleicht findet man ja noch einen einzigartigen Gegner, den ich gleich mal vermöbeln kann. Ich habe ja auch noch ein paar Gegner gesucht, damit ich, die ich halt für bestimmte Harmonieerfolge besiegen muss. Da. Oh, hier, Insekten sammle ich jetzt ganz gerne, obwohl ich sie jetzt schon eigentlich nicht mehr brauche. Ich habe die so gerne gesammelt, weil der Junge halt welche brauchte und ja, dann hat man sie halt auch schon. Fische, ganz doll wichtig fürs Kochen.
Gehe ich gerade in die richtige Richtung? Nein, gell? Definitiv nicht. So, wir müssen hier lang. Komme ich da vorne hoch? Na, wenn nicht da, dann auf jeden Fall... Nein, das war doch... Adam, wir hatten es fast. Ach komm schon, jetzt geh da hoch. Na bitte. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nicht immer, aber manchmal geht's. Brücke der Duellanten. Ja, der Urso dürfte mich nicht mehr angreifen. Habe ich mir so gedacht. Und wenn doch, dann renne ich jetzt erstmal schnell an ihm vorbei. Und lass ihn zu mir laufen. Und jetzt kann man verprügeln. Ich habe auch bei Adam das gemacht, dass die Y-Technik gleich zu Anfang bereit ist. Denn das ist die Legionenwucht, was halt Gegner rückwirft. Und wenn Adam halt den Kampf initiiert, hat man dadurch immer noch ein bisschen Zeit. Was wollte ich sagen? Haben wir da immer noch ein bisschen Zeit? Genau, dass Hugo angreifen kann und er somit die Akku ziehen kann. Nein, du solltest doch umwerfen! Ja, das können wir jetzt alle der Reihe nach Dreiertechnik rausholen. Angriffskette brauchen wir nicht einzusetzen, vor allem weil er auch gleich besiegt ist. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel machen. Nur zugucken. Ich hätt jetzt ja so gelacht, wenn der runtergerauscht wäre. Hier, 357 IP, das ist nichts. Ah, nicht runterfallen. Jawohl. Oh, noch mehr grüne Fässer. Na toll, da war ja nicht mal eine Pollenkugel drin. Ach du meine Güte! Die sind ja doch recht stark. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt möglichst viele Flächeangriffe einsetzen. Das ist nämlich immer ganz nützlich, dann gehen die Viecher nämlich ganz schön schnell down. Und manchmal lassen die halt doch ganz schön viel Erfahrung fallen, wie es halt der Fall war bei diesen Mux. Zwei Level. Und die waren aber auch vier Level höher, die Mux, als hier diese arglosen Wolfs. Oder Wölfe. Also diese Namen halt manchmal. So, da können wir gleich noch Flächenbrand einsetzen. Verdammt, wenn wir nicht gewechselt hätten, heißt das. So, noch einer weg und der letzte. Haut ihn um! Oh, Level up. Ich wette, wenn ich dann fertig bin mit dem ganzen, hier... Ansehen sammeln und ich möchte dann wenig EP einsetzen, kann ich mich bis auf Level 60 oder so bringen. Ich meine, ich habe ja gesagt, es ist Stufe 4, es ist verdammt viel. Bergbau und Durchhaltevermögen können wir... Oh gut, dann können wir die Quest vielleicht auch abschließen. Glasbläser Geheimlehre, das wird... Das ist gut. Das sind detaillierte Aufzeichnungen über die Kunst der Glasbläserei. Hier steht alles bis ins kleinste Detail niedergeschrieben, von Anfertigungsprozess bis hin zu den Mustern. Moment mal, heißt das, Taras ist den ganzen Weg hierher gekommen, um das zu vergraben? Noch steht nicht fest, ob er derjenige war, der das hier vergraben hat, oder ob er hier war, um es auszugraben.
Charlotte zufolge hat er mit einem Angriff der Aegis auf Turner gerechnet. Dies ist nun nichts als Spekulation, aber vielleicht befürchtete er, dass all das Wissen um seine traditionelle Kunst im Krieg verloren gehen könnte. Das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwas Traditionelles einem Krieg zum Opfer fällt. Obwohl das ja kein richtiger Krieg ist. Es ist ja eher, Malus ist ja eher eine One-Man-Army, was wirklich traurig ist, wenn man bedenkt, was für ein cooles Lied One-Man-Army von Monomarth ist und er das wirklich sein soll, weil ich kann Malus nicht wirklich leiden. Also kam er hierher, um diese Aufzeichnung zu vergraben und wurde dabei in den Angriff auf Thurigod verwickelt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht gar nichts? Die Stimmung nicht kaputt machen? Und jetzt vergraben wir sie wieder, wenn ihr richtig liest, sollten wir sie wohl kaum nach Turner mitnehmen. Nein, ich finde, wir sollten sie Charlotte übergeben. Sie muss entscheiden, was damit geschieht. Ja, das konnte ich mir durch den Namen halt, ein schweres Erbe hat es irgendwie halt schon verraten. War irgendwie schon klar, dass er tot ist. Für mich zumindest. Ich konnte mir das da irgendwie schon denken. Hier ist ein Schatz, super, noch eine Truhe. Irgendwie öffnet man dann die Truhen nur noch, damit man Schloss, also für mich Schloss Knacken Stufe 3 erreiche, ohne wirklich auf den Inhalt der Truhen zu achten. Das ist ein bisschen doof manchmal. Aber ehrlich gesagt, diese normalen Truhen, die geben ja auch nichts. Oh, da habe ich mich aber mächtig in die Bredouille geritten. Weg hier. Einfach Schnellreise Richtung Turner nach Auresco. Total zwischen die Fische gefallen, aber wirklich ganz passend. Ach ja, und das wollte ich auch jetzt schon länger sagen. Es ist nicht dieser goldene Stern, der das bringt, sondern diese Smileys hier. Wenn die golden sind, dann kann man mit denen reden und dann erhöht man das Ansehen einfach nur, wenn man mit denen redet. Also ist es nicht so sinnvoll, wie ich dachte, denn versucht mal so jemanden zu finden. Ich habe bisher zwei gefunden. Einen Gourmet und einen Turner. Gut, ich war auch nicht bei der Widerstandsgarnison so richtig, aber trotzdem. Es sind nicht viele. Ah, da seid ihr ja wieder. Und habt ihr meinen Lehrmeister gefunden? Naja. Charlotte, bitte bleib ruhig und hör jetzt genau zu. Mein Lehrmeister ist tot und Thurigod wurde zerstört? Das ist ja... Warum ausgerechnet er? Er hat doch niemandem was getan. Und nun sind wir von ihm nur noch diese Aufzeichnung übrig. Das darf doch alles nicht wahr sein. Charlotte, bitte beruhige dich. Ich bin ruhig. Entschuldigung. Es gibt noch so viel, dass ich von ihm lernen wollte. So viel, dass ich ihn fragen wollte. Wieso musste es so kommen? Das ist das Ende. Mein Lehrmeister, mein Geschäft, alles ist aus. Du irrst dich. Menschen sind erst dann wirklich fort, wenn sich keiner mehr an sie erinnert. Solange du dich also an ihn erinnerst, wird Taris in dir fortleben. Oh, diese Sätze immer, wie ich die nicht mehr hören kann. Aber ich werde ihn nie wieder treffen können. Genau! Das ist wahr, aber du kannst dafür sorgen, dass er nicht vergessen wird. Darum will ich, dass du diese Aufzeichnung erhältst, auch wenn du dir noch so unsicher bist, was damit geschehen soll. Auch wenn du dir noch unsicher... Ja. Schnüff. Entschuldigt, ihr habt recht, ich sollte mich zusammenreißen. Als Lehrling sollte ich das Erbe meines Meisters antreten und seine Liebe für diese Kunst fortführen. Andernfalls hätte er mich sicher ausgeschimpft und verstoßen. So, Ansehen gestiegen bei genau einer Person. Klasse. Klasse, richtig toll. Ja, und ich würde sagen... Was haben wir jetzt noch für Quests? Ein schweres Erbe? Man muss auch immer denken, es gibt dann noch EP. Hier, 3070, 2020 Gold und THP. Oh, ein Schlüsselerfolg. Ich habe auch immer noch nicht das Rezept für dieses Gourmet-Sashimi. Das regt mich so auf.
So, was brauchen wir denn bitte für Insektenkunde 3? Sammle Items. Ernsthaft? Moment mal, da war irgendwas Komisches. Ja, doch, da war mal was Komisches. Ich hatte das, glaube ich, schon mal im Hauptspiel und habe dann Items gesammelt und nichts ist passiert. Also wenn ich sammle Items höre, denke ich jetzt daran, da fallen jetzt Items raus und jedes davon ist ein Items. Das heißt, jetzt müsste ich irgendwie so viele Items sammeln, wie da halt rumlagen. Und wenn ich jetzt aber zu Minot gucke, steht da 1. Das heißt, es heißt nicht sammle Items, sondern sammle an Sammelpunkten. Das wäre wahrscheinlich die korrekte Übersetzung. Das wird auch eine ganze Weile dauern, aber es ist wenigstens einfacher als irgendwie... Es macht sich so passiv. Das ist halt das Schöne, wenn sich sowas einfach passiv erledigt, dadurch, dass man das Spiel spielt. Stimmt das jetzt auch? 2? Ja, gut. Dann haut das wenigstens hin. 50 Punkte, das kriege ich locker hin. Was haben wir... Nein, das war die falsche Taste. Was haben wir jetzt noch für Quests offen? Waldverschmutzung. Die alte Ofa geht gerne im Wald spazieren, dort neuerdings liegt dort immer Müll. Sie hat dich gebeten, diesen für sie zu beseitigen. Durchhaltepfanne. Steht hier irgendwo Gourmet-Sashimi? Ah, anscheinend nicht. Magma Pfanne XL. Nee, der Detektor, dafür hatte ich... Ja, bringe Zenmat die Maschine daher. Du findest ihn beim verborgenen Jägerlager in Gourmet. Dann machen wir das erstmal. Ich meine, das ist eine ziemlich leichte Quest. Verborgenes Jägerlager in Gourmet. Wo ist denn das? Nie gehört. Ah, verborgenes Jägerlager. Scheiße. Da, hierhin. Das, also manchmal, es ist merkwürdig. Manchmal steht dort irgendwie der Ort, also der auf der Karte markiert ist, ne, dieses Zeichen, was ich gerade schon abgegangen bin. Steht da der Ort, geht dorthin und dorthin. Und manchmal stehen da die Schnellreisepunkte und dann bin ich verwirrt. Naja, egal. Hier, Zenma, nimm die Teile. Ein Filterboss gehängt und eine Scharlachfeder. Ich wusste, ihr könnt mir helfen. In Gourmet findet man übrigens andere Teile als in Torna. Ja, gut. Ach ja, ich habe mir was überlegt. Bitte behaltet ihr doch den Detektor. Ihr seid tausendmal besser darin, als ich, Maschinenteile aufzuspüren. Ihr könnt womöglich sogar Goldmaschinenteile finden, die sind um einiges wertvoller. Um die zu untersuchen, braucht man allerdings auch einen besseren Detektor. Wollt ihr nicht einen bauen? Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt mir ein paar feine Teile beschert. So, Ansehen gestiegen. Was ist denn eure Meinung zu diesem Ansehensystem? Ich glaube ja nicht, dass es so... Ich finde es nicht so toll. Das Spiel ist klasse, aber naja, wie gesagt... Am liebsten würde ich jetzt halt einfach direkt zu Malos rennen. Und nicht ewig Quests machen. So habe ich auch fast das Hauptspiel durchgespielt. Ich erinnere mich nicht wirklich viele Haupt-Nebenquests gemacht zu haben. Die habe ich alle danach gemacht. Denn dann habe ich auch gemerkt, dass die halt die Harmonie für die Klingen erhöhen. Und ich wollte ganz viele Klingen auf Maximum haben. Habe ich auch wirklich erreicht. Also ich habe sehr viele auf Maximum. Seit ich auch Kosmos habe, okay, ich habe in letzter Zeit wirklich sehr wenig Xenoblade gespielt, also eigentlich gar nicht, weil ich halt dann mal wieder Lust auf Zelda hatte und dann mal wieder, dann Stardew Valley und ja, und dann habe ich gestreamt und da ist echt ganz schön viel. Okay, die große alte Maschine kann ich also nicht untersuchen. Eine Truhe!
Okay, Leute, ich mache hier erstmal Schluss. Das nächste Mal geht es dann irgendwo weiter, wo ich dann halt gerade bin. Ich hoffe, ich habe dann schon das Ansehen wenigstens auf Stufe 3. Optimal wäre kurz vor Stufe 4. Aber verlasst euch da nicht drauf. Das dauert nämlich eine Weile, so viele Quests zu machen und mit so vielen Menschen zu reden und die erstmal überhaupt zu finden. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!